Deutschland ist zu einer Drehscheibe für islamistische Hassprediger aus dem Ausland geworden. Nach Faktrecherchen sind allein in den vergangenen 2 Jahren mindestens ein halbes Dutzend Islamisten nach Deutschland zu Besuch gekommen und haben in Moscheen im ganzen Land gepredigt. Viele von ihnen sind international als religiöse Extremisten bekannt, die zum Mord an Andersgläubigen, an Minderheiten und zum Heiligen Krieg aufrufen. Dennoch erteilen ihnen die deutschen Botschaften nach unseren Informationen immer wieder Visa. Markus Frenzel. Jörg Steinert ist schwul. Kein Problem in Deutschland, sollte man meinen. Doch in manchen muslimisch geprägten Stadtteilen Berlins hat er einfach nur Angst um seine Sicherheit. Der Grund sind Hassprediger wie Bilal Phillips. Das islamische Gesetz ist klar. Auf Homosexualität steht der Tod. Das ist genauso wie Sex mit Tieren. Da steht auch der Tod drauf. Phillips wollte seine menschenverachtenden Thesen auch in Berlin verbreiten. Der Termin in der Neuköllner Al-Nur-Moschee stand schon fest. Nur weil die Schwulenszene mobil machte und mit einer Anzeige drohte, sagte der radikale Imam aus Kanada im letzten Moment ab. Ja, das sind geistige Brandstifter. Sie verleiten insbesondere junge Menschen, in ihrer Ablehnung gegen Homosexualität bestärkt zu werden und auch Konsequenzen daraus zu ziehen. Also der bewaffnete Dschihad oder Gewalt gegen Nichtgläubige, gegen Homosexuelle. Und das ist gefährlich. Deutschland ist heute Drehscheibe für islamistische Hassprediger aus dem Ausland. Unbehelligt können sie hier zu Gläubigen sprechen. Regelmäßig kommt Dr. Muhammad Al-Arifi zu Besuch. Der Scharfmacher aus Saudi-Arabien ruft ganz offen zur Züchtigung von Ehefrauen auf. Der Mann sollte seine Frau aber nur leicht schlagen. Ihr Gesicht sollte danach nicht hässlich aussehen. Er sollte sie dort schlagen, wo es keine Spuren hinterlässt. In Berlin-Neukölln wird der radikale Prediger empfangen wie ein Popstar. Januar 2010. An der Technischen Universität Berlin spricht Sheikh Habib Umar ibn Hafiz. In seiner Islamschule im Jemen erfahren die Schüler unter anderem, wann Sklavenhaltung erlaubt ist. Die deutsche Islamistenszene strömt zu der Veranstaltung. Nach Faktinformationen kamen in den vergangenen 2 Jahren mindestens ein halbes Dutzend Hassprediger nach Deutschland. Wir legen unsere Recherchen der renommierten Islamwissenschaftlerin Ursula Spuler-Stegemann vor. Man kann schon davon ausgehen, dass diese Hassprediger, die hier auftreten, auch ganz konkrete Auswirkungen haben. Das heißt also, dass die praktisch für die Terroristenszene den Grundstein legen. Eindeutig der Fall ist das bei Abu Ishaq al-Huini. Hier bei einer Veranstaltung in Dortmund im Mai 2010. Der Imam aus Ägypten gilt als Autorität in der islamischen Welt, was ihn nicht daran hindert, Mujahideen als fromme Menschen zu bezeichnen und den Dschihad zu rechtfertigen. Ähnlich radikal ist Sheikh Adil al-Kalbani, der auch in der großen Moschee von Mekka predigt. Im Interview mit dem britischen Sender BBC hetzt er gegen Andersgläubige. Die Lehre des Propheten, der wir folgen, fordert, schmeißt die Juden und Christen aus der arabischen Halbinsel raus. Der weltliche Herrscher muss nur den Befehl dazu geben. Al-Kalbani war im Januar 2010 in Kiel zu Besuch, wo er auch in einer Moschee sprach. Auf deutschem Boden trat mal wieder ein islamistischer Hardliner auf. Alle beide, sowohl Al-Huwaini als auch Al-Kalbani, sind Leute, die zum Töten ganz klar von bestimmten Gruppen oder beziehungsweise von bestimmten Gegnern aufgerufen haben. Und es dreht sich also um Mord. Und es geht nicht um eine theoretische Gefahr. Im Herbst 2007 entgeht Deutschland nur knapp einem Anschlag, der wohl hunderte Menschen getötet hätte. 2 der sogenannten Sauerland-Terroristen wurden von einem ägyptischen Hassprediger radikalisiert, der in Neu-Ulm predigte. Dr. Yehia Yusuf alias Scheich Abu Omar. Dr. Yusuf war sicherlich mitentscheidend bei der Entschlussfassung, in den bewaffneten Dschihad zu ziehen. Und damit auch eine Grundlage dafür, dass später dieser Entschluss gefasst wurde, Anschläge zu verüben.
Der sicherheitspolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, Omid Nuripur, der selbst Moslem ist, sieht die Hassprediger als Wegbereiter von Anschlägen. Für Nuripur klaffen in Deutschland eklatante Sicherheitslücken. Es ist ein Widerspruch, dass an Flughäfen, an Bahnhöfen jetzt der Staat massiv Präsenz zeigt, um darzustellen, dass alles getan wird, dass die Sicherheit in diesem Land gewährleistet wird, während dann Personen in das Land reinkommen und hier predigen, die genau diese Sicherheit unterminieren wollen und die dazu aufrufen, unbescholtene, unschuldige Menschen zu töten. Trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen in Deutschland vergeben die Botschaften im Ausland weiter großzügig Visa an Hassprediger. Massive Kritik daran kommt jetzt selbst in der Regierungskoalition auf. Wolfgang Bosbach fordert, eine schwarze Liste mit den Namen der wichtigsten Hassprediger an die deutschen Botschaften zu verteilen, damit die Extremisten erst gar nicht einreisen können. Wir brauchen dringend eine Visa-Warndatei, über die wir seit Jahren sprechen, ohne dass sie bis jetzt gekommen ist, weil wir den Auslandsvertretungen schon im Visa-Erteilungsverfahren Hinweise an die Hand geben müssen, die sicherstellen, dass keine Extremisten nach Deutschland einreisen können. Hassprediger aus dem Ausland, die in Deutschland auftreten, eine neue Qualität des gefährlichen Islamismus. Und bislang ist diese Strategie äußerst erfolgreich, denn die Behörden schauen weg.